Willkommen auf der leersten Straße der Welt. Hier fährt wirklich nur sehr selten ein Auto durch. Ich kann es beurteilen, weil ich habe da hinten gepennt heute Nacht. Und ungefähr 100 Kilometer in die Richtung, dort liegt der Inari-See. Und da will ich ja hin. Aber jetzt verweile ich gerade noch ein bisschen an dem Ort, wo ich heute übernachtet habe. Da habe ich vorhin ein bisschen Videos weitergeschnitten. Inzwischen hat sich schon wieder sehr viel Videomaterial angesammelt. Ich muss mal schauen, wann ich das alles geschnitten und hochgeladen kriege. Aber ich finde es so einfach besser, wenn ihr schon während der Reise einfach immer wieder auf dem Laufenden gehalten werdet. Anstatt mehrere Wochen bis Monate später erst. Das hat irgendwie einen anderen Flair und das finde ich irgendwie ganz cool. Man sieht hier schon ganz klar die Spuren des Winters, der heranrückt. Die Birken da hinten haben schon gar kein Laub mehr. Die Dinger hier haben noch schöne gelbe Blätter. Aber ja, es ist klar, ich bin jetzt schon viel, viel weiter im Norden und extrem stiller Ort hier. Jetzt gerade rauscht ein Wind im Hintergrund, aber heute Morgen bin ich einfach nur aufgewacht und ich habe einfach gespürt, ich habe die Einsamkeit gespürt, diese komplette Verlassenheit. Noch viel, 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 viel stärker als an irgendeinem bisherigen anderen Ort, an dem ich auf dieser Reise war. Und naja, hier überall diese kleinen, hutzligen Birken, tiefe Kiefernwälder, Fichten. Die drei Bäume sind hier über hunderte Kilometer hinweg. Dann immer wieder ein bisschen Tundra, Sümpfe und so weiter. Eine teilweise fast surreale, sehr wilde, einsame Landschaft. Da hinten liegt schon direkt der nächste Sumpf. Hier sogar mit bisschen feinem Gras bewachsen. Das schaut auch einfach toll aus. Jetzt natürlich schon vertrocknet zu der Jahreszeit. Aber einfach diese saubere Optik. Alles sieht so sauber und reduziert und rein aus. Und so eine Kiefer mit dieser Stammdicke ist soweit im Norden natürlich viel, viel älter als eine Kiefer mit dieser Stammdicke bei uns. Weil die hier durch die Kälte viel, viel langsamer wachsen. Das heißt, wir haben hier wahrscheinlich einen ziemlich alten Baum. Ich weiß nicht genau wie alt, ich kann das nicht echt beurteilen, aber das könnt ihr mir glauben. Die wachsen hier durch die Kälte wirklich viel, viel seltener. Langsamer. Seltener vielleicht auch ein bisschen, aber langsamer auf alle Fälle. Oha. Da frage ich mich natürlich, wie viele Jahre diese Kiefer hier erst alt ist. Schaut mal, ich habe mal meinen Kopf neben den Stamm, dann seht ihr die eigentliche Dicke direkt im Verhältnis. Also, ich sag mal, so eine Kiefer in einem deutschen Wald, das wäre schon cool, würde ich schon sagen. Boah, die hat einige Jahre auf dem Buckel, aber eine Kiefer von dieser Dicke, so weit im Norden, das muss schon was bedeuten. Das finde ich richtig toll, dass die hier steht. Und schaut mal, wie das auch ausschaut. Die wirkt richtig wie das Zentrum der Umgebung hier. Als ob der ganze Wald und die Gegend außenrum einfach hier ihr Herz haben an diesem Punkt. Ich stehe hier so und schaue einfach in die Landschaft rein und ich frage mich, welche wilden Tiere halten sich da alle versteckt? Von Elch habe ich schon die ganze Zeit Losungen gesehen. Aber Bären und so weiter gibt es hier natürlich auch in der Ecke überall. Ich frage mich, was versteckt sich hinter all den Bäumen, die man da hinten sieht? In den ewigen Weiten. Jede Menge natürlich. Das Wasser hat hier überall so einen öligen Schimmer oben drauf. Ich glaube, das hat irgendwas mit dem Torfboden zu tun. Ich kenne mich ja nicht so gut aus, aber irgendwie hängt es damit zusammen. Schaut euch den Pilz hier an. Der sieht witzig aus, weil der unten auch so richtig ausgewölbt ist und hier sehr, sehr weich. Ja. Und dieses Birkenblatt tarnt sich perfekt auf dem Deckel oben. Oh wow, hört ihr das? Ein Auto! Schau mal, was regelrecht Besonderes, wenn hier einer vorbeifährt.
Und weiter geht die Reise zum Inari-See. Immer diese einzige existierende Straße, die ich überhaupt fahren kann, geradeaus. Herzlich willkommen hier am Inari-See. Mehr als 3000 Inseln spicken diesen gigantischen See. Und jetzt fragt euch vielleicht, hä, drittgrößter See Finnlands? Wie kann das sein? Die Pfütze da hinten? Naja, boah, mich legt's hier gleich auf die Schnauze. Der sieht von der Stelle viel, viel kleiner aus, als er ist. Wahrscheinlich von fast jeder Stelle. Woran das liegt, werde ich euch gleich sagen. Aber jetzt nehme ich da drin erstmal noch ein kurzes Bad. Denn wo ich gerade gebadet habe, kann man Boote reinlassen und so weiter. Und es war sehr, sehr schwierig, diese Stelle hier überhaupt zu finden. Weil dieser See ist zwar riesengroß, aber es gibt nur ganz wenige Zugänge zum Wasser. 99% aller Zugänge, die es gibt, sind Privatgrundstücke. Da stehen dann so kleine Hütten einfach. Mökis nennt man die in Finnland. Das hat irgendwie fast jeder gefühlt. Hat jeder Finne sein eigenes Möki. Und ja, das sind eben die ganzen Stücke, wo man ins Wasser rankommt. Ansonsten überall außenrum natürlich riesige Waldflächen und oft müsste man da mehrere Kilometer sogar durch den Wald laufen, um direkt an den See ranzukommen, weil man kann halt auch seltenst irgendwo parken. Und wenn ihr euch den See mal auf der Karte anschaut, dann seht ihr, wie viele Einbuchtungen und Windungen und so weiter der hat. Und deswegen schaut es von hier auch so aus. Das geht um 1000 Ecken rum und Inseln und Landzungen und so weiter kommen da immer wieder dazwischen. Deswegen die eigentliche große Fläche, die ja schon sehr groß ist, drittgrößter See Finnlands, die kann man vom Ufer aus gar nicht überblicken. Da muss man mit dem Boot wirklich ganz weit rausfahren und viele Leute machen das ja auch. Das heißt viele, so viele Leute sind hier nicht. Aber diejenigen, die es machen, habe ich schon im Internet gelesen, die fahren hier raus und bleiben dann oft tagelang draußen, klappern die Inseln ab, angeln und so weiter, ohne auch nur einem anderen Menschen zu begegnen. Ja. Und ich habe ja auch ein Boot dabei, mein kleines Packraft. Da bin ich hier natürlich wieder Tropfen auf dem heißen Stein bei so einem riesigen See. Aber so ein paar kleinere, näher gelegene Inselchen werde ich damit bestimmt schon ansteuern können. Schauen wir mal, von wo aus am besten. Ihr seht, hier oben haben die Birken auf einmal wieder Blätter. Je weiter ich in den Norden komme, desto wärmer werden die Temperaturen. Beeren sind hier überall auch noch am wachsen. Preiselbeeren schmecken hier richtig lecker. Also es war eine richtig gute Entscheidung, einfach nach Finnland zu kommen. Schaut euch das Wetter an. Kein einziger Regentropfen. Eine sanfte Bewölkung am Himmel. Und da hinten habe ich übrigens geparkt. Da habe ich heute auch übernachtet. Temperatur heute Nacht 5 Grad, eine der wärmsten Nächte hier seit langem. Jetzt tagsüber haben wir es so 8, 9 Grad. Auch wirklich sehr, sehr angenehm. Inzwischen sind noch mal einige Stunden vergangen. Ich fahre jetzt gerade um die östliche Seite des Inari-Sees außen rum. Und ich bin jetzt schon sehr nahe an der russischen Grenze, ungefähr 10 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Und hier suche ich jetzt dann demnächst mal eine Stelle zum Übernachten. Eine dünne, sehr, sehr schwach befahrene Straße führt hier entlang. Und die fahre ich jetzt gerade in finsterer Nacht. Das hat alles so ein Flair von Ungewissheit. Ja. So. Schaut mir ein bisschen sumpfig aus. Ich muss das mal abchecken. Ja, steinhart. Geht gut.
Rentierspuren hier direkt. Ich bin froh, dass ich noch einen Platz gefunden habe. Jetzt lege ich hier ganz gemütlich im Auto drin und werde mich auch bald aufs Ohr hauen. Vielleicht arbeite ich noch ein bisschen am Video weiter, schauen wir mal. Aber morgen früh werden wir uns wiedersehen. Mal schauen, ob wir noch ein Stück weiterfahren Richtung Grenze oder den See weiter erkunden oder beides. Der Tag ist sehr lang, wie auch immer. Bis morgen früh. Und danke, dass ihr das Video anschaut. Musst ihr auch gerade daran denken, dass ich mich mal bei euch bedanken wollte. Will, wie auch immer. Bis morgen. Gute Nacht. Morgen. Ja, hier habe ich heute übernachtet. Tolle Landschaft schon wieder. Kiefernwälder, soweit das Auge reicht. Was für einen magischen Ort haben wir hier schon wieder. Die ganze Bodenvegetation leuchtet in allen möglichen Farben. Hier eine alte Birke, die total gelb daherkommt und so weiter. Heute will ich auf jeden Fall natürlich auch versuchen, von dieser Seite mal in den See ranzukommen. Das heißt von Osten. Und ja, mal schauen, da gibt es schon irgendwie so Zugang laut Karte von oben. Aber wie das auf der Karte aussieht und dann in echt aussieht, das sind immer zwei Paar Schuhe. Und deswegen einfach mal schauen. Ja. Das kann man nicht mit irgendwas in Deutschland vergleichen. Hier Badestrand und Spazierweg außenrum und so. Vergiss es. Man muss in ganz anderen Dimensionen denken bei diesem See. Es ist so viel wilder und so weiter. Das kann man sich aus Deutschland kommend gar nicht richtig vorstellen. Allein man braucht einfach ein fettes motorisiertes Boot, um diesen See überhaupt richtig erfassen und erleben zu können. So, dass man überhaupt mal aus diesem Randgürtel von tausenden Inselchen und so weiter rauskommt und so weiter. Schauen wir mal. Aber nichtsdestotrotz, jeder kleine Zugang, den es gibt, werde ich versuchen, das Beste draus zu machen. Darum fahre ich da jetzt erstmal nachher noch in die Richtung weiter. Und da werden wir natürlich dann auch noch näher an die Grenze rankommen. Schaut euch den Hügel hier an. Das war wahrscheinlich mal ein Ameisenhügel, aber inzwischen schon komplett verrottet, zu Erde geworden, und die Preiselbeeren freuen sich und ich freue mich auch, weil das bedeutet, dass die hier schön bei mir auf Pflückhöhe direkt wachsen. Boah, so knallig. Was sehen wir da unten wachsen? Rauschbären. Die sehen fast gleich aus wie Heidelbeeren. Die gehören auch zur Familie der Heidelbeeren. Die Blätter sind ein bisschen anders abgerundeter, bisschen andere Oberfläche und so weiter. Aber die sollen berauschend wirken in größeren Mengen. So ein paar einzelne kann man einfach so essen. Schmecken nicht ganz so gut wie richtige Heidelbeeren. Mal ein bisschen säuerlicher, mal ein bisschen fader. Die hier schmecken jetzt einfach ein bisschen fader. Die schmecken sogar beinahe nach nichts. Aber kann man sich so zwischendrin auch einfach mal eine geben. Von hier oben hat man jetzt schon eine etwas bessere Aussicht. Man kann den Inari sehen, seiner gesamten Größe trotzdem nicht so richtig erfassen. Aber man bekommt schon ein bisschen besseren Eindruck von allem. Wie das hier einfach aussieht, diese Rauschbärblätter, die leuchten aufs Bunteste, einfach unglaublich. Genau das wollte ich immer sehen und jetzt bin ich hier. Bin gerade total erschrocken, weil in dem Haufen hatte sich ein Hase versteckt. Als ich näher kam, flitzt der auf einmal los, aber ein richtig großer. Ich weiß nicht, ob das schon Schneehasen sind. Na, was heißt schon? Viel weiter nördlich als hier geht nicht mehr. Ja? Wenn, wo, dann hier. Aber ich denke, dass der sich dann im Winter wahrscheinlich so langsam auch weiß verfärbt. Mein kleines, einsames Auto in der großen, weiten Welt. Okay, weiter geht's. Thank you.
hier die Straße aufgeteert zu sein. Nur noch ein erdiger, breiter Weg, der hier durch den Wald führt. Ah, hier wird es plötzlich wieder geteert. Hier kann man auch abbiegen und da geht es zu dem See und so weiter. Da will ich später dann wahrscheinlich auch langfahren gleich, weil ich ja noch Zugang zum See suche. Aber ich bin einfach neugierig, wie sieht die Grenze zu Russland aus? Da will ich jetzt mal kurz hinfahren. Hier auch Videoüberwachung und alles. Und die ganzen Bäume hier haben auch schon so ein gelbes Klebeband dran, was wahrscheinlich besagt, stopp, hier ist die Grenze, nicht weiter. Okay, okay. Ich will mir einfach mal anschauen, wie so eine Grenze aussieht. Oh, alles klar. Ende. Hier geht's nicht weiter. Grenzzone, Eintritt ohne entsprechende Erlaubnis verboten, steht auch auf Deutsch dran. Da hinten knattert irgendein Motor oder so, keine Ahnung. Boah, krass. Ja gut, eigentlich was ganz Normales, aber ich habe es halt einfach noch nie gesehen. Da geht's geradewegs nach Russland. Ich bin jetzt an der russischen Grenze. Wow, wow. Da hat es natürlich auch eine Kamera und so weiter, die mich filmt. Aber ich meine, nichts Verbotenes. Bis hierhin darf man gehen. Da hat es Schlösser. Das muss man erstmal aufschließen, wenn man durch will. Hier auch nochmal Stopp. Ich will auch noch anmerken, dass dies nicht die eigentliche Grenze ist, sondern der Beginn der Grenzzone. Die eigentliche Grenze liegt etwas dahinter. Da darf ich aber nicht hin. Hier sieht man auch überall diese Markierungen an den Bäumen. So, die ganze Zeit überall zieht sich das hier entlang. So, da fuhr jetzt gerade ein Beamter weg. Und zwar kam hier gerade ein Grenzbeamter vorbei. Der kam von dort hinten angefahren, hat das Tor geöffnet, kam durch und hat kurz angehalten, sich mit mir unterhalten. Und so nett, kann ich einfach nur sagen, ganz normal unterhalten. Ich habe ihm gesagt, dass ich es interessant finde hier einfach. Ich will einfach mal sehen, wie das ausschaut. Und er hat mir gesagt, ja, halt hier sind die gelben Bänder und so. Da darf man nicht drüber und alles, aber solange ich hier bin, alles in Ordnung, mega nett. Also überhaupt so, sowohl in Finnland als auch in Schweden. Die Leute sind einfach so direkt, pragmatisch, aber nett einfach. Auch nicht irgendwie hier so streng gewesen, hey, was machst du hier, sondern ganz normal unterhalten, sehr netter Mensch. Und der hat mir auch gesagt, dass er mein Auto gestern schon am See gesehen hat. Auf alle Fälle sehr interessant, das mal gesehen zu haben. Das wollte ich mir einfach mal anschauen, um meinen Horizont zu erweitern. Und jetzt fahre ich mal entlang des Inari-Sees, so gut es geht, in der Hoffnung, einen guten Zugang zum See zu finden. Und es gibt da so eine Stelle, die ich auf der Karte gesehen habe. Die sah mir schon nach einer Stelle aus, wo das klappen könnte. Da fahre ich jetzt mal hin.